Rahmen von 900 stoppen, aber auch als Anwohnerin in der Wilhelm-Rudolph-Straße, dem Lockdown. Seit meinem Einzug vor 17 Jahren habe ich dieses Haus von meinem Balkon aus gut im Blick und beobachte das Geschehen. Mit den Wartenborgern kam ich 2017 auf einer unserer Info-Veranstaltungen in der Kiezspinne ins Gespräch und konnte mir das Haus Anfang 2018, im noch fast Urzustand anschauen. Seit den ersten Begegnungen im Haus 2016 ist viel passiert. Hier haben junge Leute mit sehr viel Herzblut ihr neues Zuhause geschaffen, haben sehr viel Kraft, Zeit und Geld investiert, das Haus wieder bewohnbar zu machen. Und nun will das Bezirksamt Ihnen hier das Wohnen untersagen. Ich möchte es aus der Sichtweise von 100 stoppen. Wir gehen von folgender These aus. Ich betone, es ist eine These, da nicht zweifelsfrei belegbar. Es besteht ein Zusammenhang mit dem möglichen Weiterbau der 100, 17. Bauabschnitt vom Treptower Park bis zur Storchowerstraße. Die Vorhalteflächen der 100 sind in aller Munde. Aber der Flächennutzungsplan liefert keine Anhaltspunkte. Das Dreieck hier ist so eine Vorhaltefläche. Nachhaltige Stadtentwicklung ist hier nicht möglich. Würde weitergebaut werden, würde das ganze Gebiet zur Baustalleneinrichtung werden. Alle Bebauungen müssten weg, auch dieses Haus. Wir begrüßen und unterstützen den Vorstoß der Wartenburger, beim Flächennutzungsplan anzusetzen. Im Koalitionsvertrag steht zwar, dass es keine Planung zum 17. Bauabschnitt gibt, und so scheint es bis jetzt wohl auch zu sein. Aber es wurden auch keine Weichen gestellt, um den 17. Bauabschnitt zu verhindern. Der Flächennutzungsplan wurde nicht angegangen. Es hieß zwar, dieses Gebiet hier ist schon immer ein Mischgebiet aus Wohnen und Gewerbe gewesen. Das wird nun alles in Frage gestellt. Ist es die Sorge um eine mögliche hohe Entschädigungssumme, wenn tatsächlich weitergebaut würde? In jedem Falle sind die Forderungen des Bezirksamtes in hohem Maße unsozial. Wohnraum ist knapp. Wo sollen denn die Bewohner hin? Es besteht doch gar kein zwingender Grund. Wen dürren die Wartenburger denn? Warum sind sie im Wege? Unverständlich, das Ganze. Was würde hier vor Ort passieren, wenn der 17. Bauabschnitt kommen würde? In Friedrichshain und Lichtenberg würden dicht besiedelte Wohngebiete zerschnitten und von einer Betonlawine überrollt werden. Es würden ganz bestimmt weitere Häuser, auch dieses Haus, obwohl Wohnraum ja so dringend gebraucht wird. Der Wohnblock in der Wilhelm-Gutthoff-Straße mit über 400 Wohnungen und mehr als 1000 bis 1500 Bewohnern, also fast so viel wie in einem ganzen großen Dorf, würde zu einer gigantischen Lärmschutzwand verkommen. Die Autobahn würde den Wohnblock förmlich ratschen und das ebenerdig und in Höhe dritte, vierte Etage. Wer soll da noch wohnen können? Die sozial Schwachen, die nicht die Kraft haben und das Geld, neuen Wohnraum zu finden? Autobahntrend ist unsozial. Der mit EU-Fördermitteln gestaltet stark frequentierte Fahrradweg von der Gürtelstraße über Kiezspinne bis zum Nöldner Platz würde geopfert werden. Das nachhaltige Ziel, Kieze zu verbinden, würde platt gemacht und die Kieze wieder getrennt werden. Was hat das mit nachhaltiger Stadtentwicklung zu tun? Rein gar nicht. Deshalb sind wir von 100 Stoppen auch hier dabei. Wir von 100 Stoppen. Kein Weiterbau der 100 von der Köln bis Storchower Straße. Keine Inbetriebnahme des 16. Bauabschnitts der 100. Keinen Meter weiter. Ein Verkehrskonzept muss her. Umbau, Umwidmung der Autobahn von der Köln bis Treptower Park in eine Stadtstraße mit Fahrradweg. Streichung des 16. und 17. Bauabschnitts der 100 aus dem Verkehrsregelplan. Für eine klimafreundliche, menschengerechte und stadtverträgliche Verkehrspolitik. In diesem Sinne, hopp, 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 A100 stopp, hopp, 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 A100 stopp, hopp, 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 A100 stopp.